Liebe Helga, deine Schuhe sind so schön wie von dem Platz, dein Bauch jedoch so dick, dass er platzt. Deine Brüste hängen ganz schön herunter, aber dein Akzent, der macht mich munter. Dein Frisur sieht so aus, als hätte man dich gesprengt, aber vielleicht ist das nur die neue Marke von Drei-Wetter-Taff. Verpennt! Dein Hose sieht aus wie von Cindy aus Marzahn. Aber nicht nur, weil ich den Preis senken will. Hier hast du ein Marzipan. Eigentlich bist du ein ganz schön Lieber. Mit deinen Preisen kannst du uns geben den Hiebe. Deswegen sag ich lieber nichts mehr, sonst wird nur dein Portemonnaie schwer. Mach mal bitte jetzt einen guten Preis, dann finde ich dich bestimmt auch heiß. Ja, wenn ihr alleine Kopfschmerzen, ich ruf gleich zurück. Ah, ich hab ein Problem. Ja, hier wollte ich schon immer mal sein. Hier wollte ich auch schon immer mal, das ist kein Problem. Ich mach das so. Eine Ewigkeit später. Oh, aber vielleicht sollte ich ein bisschen Musik dazu anmachen, mal in den Radio. Siehst du, das hilft nämlich. Sieht ja behindert aus, wenn wir da jetzt so den Kopf sind. Ja. Der Arzt, der jetzt kommt, wir haben die Taxis vergessen. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Sie haben gesehen, dass ich Ihnen entgegengekommen bin. Und Sie haben gesehen, dass ich gerade zu meinem Auto gehe. Ja. In dem Augenblick parken Sie ein Auto aus. Ja, ich habe den Wächter da vorne gefragt, ob er mir den mal eben ausparken kann. Mhm. Er meinte, ich soll den hier hinstellen. Mhm. Ja, keine Ahnung, ist nicht mein Bereich, wo ich arbeite. Mhm. Sie erkennen das Problem nicht. Nee. Zeigen Sie mir mal die Fahrzeugpapiere. Das Auto haben Sie schon ganz schön lange. Ah. Laut Ihren Fahrzeugpapieren haben Sie das Fahrzeug sogar schon seit Januar. Ja, kann hinkommen, ja. Mhm. Also im 2. Januar. Ach, weil es nicht angemeldet ist. Wir haben Juli! Ich habe es verplant. Die anderen Fahrzeuge habe ich ja. Von Januar bis Juli! Kannst ja anmelden gehen. Wie vielen Kollegen haben Sie das schon gesagt? Ehrlich? 47. Voll, das Outfit ist mega. Voll chillig. Welches meins oder was? Nee, deins nicht. Nee, deins ist scheiße. Alter, du siehst aus wie die Müllabfuhr von den Platz. Wer, ich oder was? Ich werde gerade an. Ja, wenn ist das? Sag Backfisch, wenn wir dich da rausholen sollen. Wegen der Tankstelle. Na, warum? Das können wir auch selber, Miguel. Ja, das kannst du selber. Ich weiß, dass du das selber kannst. Aber meine Fresse, ich komme nach 2 Tagen, wieder komme ich hier und das Erste, ich freue mich. Ah, guck mal, ich fahre an den Grove Street, meine Freunde sind da, meine Familie ist da, keine Ahnung was. Und das Erste, was ich verfickt nochmal höre, ist, dass du einen scheiß Niere verloren hast und ich bin scheiße traurig, Mann. Als ich mich weggedreht habe eben gerade, ist das nicht, weil ich den scheiß Zaun so hübsch fand, sondern weil ein Träne in mein Gesicht geflossen ist. Warum ist ein Scheißträne in mein Scheißgesicht geflossen? Weil ich eine fucking Angst um meinen Freund habe. Deswegen. Wegen einer verfickten Tankstelle. Oh. Schinken. Deuxième. Mit Schinken. E-Fromage. Ja. Für mich das Gleiche. Si, si. Ham, ham. Aha. Troisième. Yalla, yalla. Alors, deux fois. Was? Troisième? Jambon fromage, deux fois. Was heißt Furze auf Französisch? Gib mal ein Pizza sofort, du Furzschuck. Le Fett. Einmal mit. Einmal mit Sujuk. Okay? Was geht ab? Jo, was geht? Alter, gibt's das bei dem Motorradhandel? Ja. Gib mal Pedalo, Bruder, muss los. Miguel, komm mit. Vielleicht ist das auch ein neues Folge von Too Fast, Too Furious oder so. Zum Fenster, zur Wand. Zur Wand. Vielleicht haben wir jetzt noch ihre Eier gefunden. Ja. Keine Ahnung, wie die uns mal wieder finden. Da sind die Bullen, wir werden geortet. Ah! Nee, das ist... oh, Digga, geht's... Alles in Ordnung? Oh, sieh, ich mach das immer so. Aus Pflaster. Oh, shit. Ey. Ja, Pflaster wäre gut. Ja, seht ihr ihn jetzt? Ich sag euch eins. Packt ihr Flavia einmal falsch an. Ich schwöre es euch. Ich besorg mir alles.
was ich irgendwie für 3 Millionen Dollar kriegen kann und nimm eure Scheißhut auseinander. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich schwöre es euch, kriegen wir Flavia mit einem Finger weniger oder mit einem Fingernagel weniger, ich schwöre euch, ich fick euch alle dermaßen weg, glaub es mir. Also entweder wir kriegen jetzt Flavia zurück oder es passiert hier was ganz Böses. Glaub es mir. Und das ist meine letzte Drohung, die ich jetzt hier mache. Ansonsten knallt das jetzt hier bald jeden Tag. Ich hab die Schnauze voll. Glaub es mir. Also überleg es dir. Ich erwarte deinen Anruf in 5 Minuten. Wo war ich, bevor ich Kopfschmerzen hatte? Ja, plus die 46 Male, wo er angesprochen wurde. Jetzt ist der 46 Mal angesprochen worden darauf. Das heißt, eigentlich also bei dem zweiten Mal kann man schon von 180. Eigentlich schon von einer Widerstand gegen die Staatsgewalt ausgehen. Ah, ja? Weil er hat die Ansage von der Polizei gekriegt und diese missachtet. Also 46, haben wir ja, alles klar. 46 Mal was? Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sind wie viel? Nee, das wäre dann ja nicht 46, sondern 45 Mal. Ja, okay, also. Warte mal ganz kurz. 45 also. Mal. wo ist denn das? Warte schnell. Widerstand gegen Verteidigungsbeamte? Nee. Ja, doch. Doch, so, warte. Ja. 45? Ja. Ja. Ja, gut. mal was? Also das wäre jetzt alleine von Widerstand gegen die Staatsgewalt 360.000. ja, also haben wir 360.000 plus die 135.000. 360 plus, 100, also halt, also plus 135 sind 495.000 Dollar. Also eine halbe kann man Minute. Machen. Ich ziehe mir kurz einen Kaffee. ja, das heißt, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ich habe gerade gerade was durch die Lappen gegangen. Yay. So, ich dachte, ich schleiche mich mal ganz kurz hier rein. Hier unten riecht es wie ein Puma-Käfig. Und hier unten sind ungefähr 700 Grad. Soll ich euch erzählen, warum das so ist? Weil, Schatz, draußen, es regnet, es ist super kühl, du könntest lüften. Wisst ihr was? Monsieur Butters, ich kriege sie alle. Sagt, warum er das Fenster nicht aufmacht. Na, den Spinnen. Und dann krabbeln die hier rein. Also, was macht die beste Freundin der Welt? Die setzt sich jetzt da hinten aufs Sofa und beobachtet das offene Fenster. Und sobald eine Spinne reinkrabbeln will, mache ich das Fenster zu, damit mein Schatz ein bisschen frische Luft kriegt. Ah nein, das ist nicht die Polizei. Ist nicht irgendwie, gib mir mein irgendwas zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Erz zurück. Bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst. Der kennt den Geheimwunsch. Da steht noch eine Frau mit Titties. Wo? Ai. Und bewegt sie sich. Nee. Ja, dann lass sie da stehen. Darauf klopfen, dass sie wackelt, zählt auch nicht. Schade. Das sind Pantomime. Die kriegen da Geld für, dass sie sich nicht bewegen. Hey, guck mal, riecht das nach Chloroform? Puma! Ich kann dir jetzt einen klatschen. Puma, verfick die Scheiße! Machst du eh nicht. Hä? Komm da weg, ich klatsch dir eine. Lass den Foul nur. War das nicht. Die lag doch schon vorher. Komm her, du Pisser, jetzt kriegst du eine. Ach so, ja, Adams. Ganz schnell nach hinten rausgehen. Tut mir übrigens leid, dass ich Rabe erschossen habe. Was? Entschuldigung. Wie, du hast Rabe erschossen? Davon weiß ich noch gar nichts. Ach so, ja, der ist im Koma. Ach so, ja. Ja, moin. Ich wollte vorhin... Das ist der Erste, der mir das gerade erzählt. Ach so, ja, okay. Ja, der ist im Koma. Ich wollte vorhin nichts töten, aber da war aus Versehen Rabe getroffen. Ach, du wolltest Phoenix töten, Mensch. Was erfahre ich denn noch hier? Habe ich vielleicht im Lotto gewonnen, oder... Ja, aber Phoenix ist kein Kopf mehr, ist doch alles cool. Nee. Ach so! Ja, ist okay! Dann bist du mein neuer Vorgesetzter. Sagst du meine Vorgesetzten jetzt auf einmal hier oder was? Ja, wir sind deine Vorgesetzten. Ey, jetzt. Das ist jetzt hier die Polizeibesprechung. Okay. Ja? Okay. Nicht lang Zeit. Wir haben uns überlegt, uns geht das auf den Sack, dass sonntags immer Polizeibesprechung ist. Deswegen ist das jetzt deine Polizeibesprechung. Die ist ja nicht so gesprächig, ne? Sie ist vielleicht schüchtern. Madame, geht es Ihnen gut? Bist du schüchtern? Ach, Entschuldigung, ich habe mich am Stückchen Bratwurst verschluckt. Ray, mein kleiner von der Brocken, wie geht's dir? Komm zu Mama! Ray, komm zu Mama! Gehen Sie weg von mir. So kannst du doch nicht mit meiner eigenen Mutter sprechen, Ray, ich bitte dich!
Ray, mein Schatz, nimm deine Mama in den Arm. Ich flieg nach Tanoa, ich hab die Schnauze voll, tschüss. Ha, er war schon immer so. Weißt du, als er 12 Jahre alt war, da hab ich ihn in seinem Zimmer erwischt beim Masturbieren. Er hat 2 Wochen nicht mit mir geredet. Er nimmt Sandra und deine Mama, ja? Ihr seid doch doof. Ich rede von einem Hummer, das Auto. Du willst einen Hummer in einem Auto. No, das versaut den Sitze. Mach das nicht. Ja, glaube ich auch. Man muss noch vernünftig lutschen können. Was? Was? Ja, man lutscht doch so diese Scheren und so aus. Ich lege mich hin, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich glaub, genau dein Fall, oder? Also. Hubertus, aber der Herr Bartas. Bartas! Bartas! Ja, genau. Hat er nicht gemacht! Bartas! Scheiße! Meinst du, der Opa hat einfach schon Schlag weg, wa? Der Opa ist der Boss, Alter. Like a real love, but it goes so fast.